Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Sport Reporters. Und ja, es geht mal um nicht so eine geile Sache, also überhaupt keine geile Sache, würde ich mal sagen. Sowas verabscheue ich, sowas verurteile ich, ja, Gewalt irgendwo anzuwenden. Ja, vielleicht weiß der ein oder andere, um was es so geht. Ja, die Rede ist um Armin Barkok, ja, das ist ja ein Leihspieler von Mainz bei Hertha BSC, ja, und der gute Mann, ja, der hat einen Trip gemacht, ist in sämtlichen Lokals gewesen, hat da auf den Samstag, auf den Sonntag dann ein bisschen wo einkippen lassen, ja, und er wurde dann in irgendein Lokal dort angegriffen, massiv zusammengeschlagen, ja, musste sogar operiert werden, dieser gute Mann hier. Ja, er ist eigentlich ein sehr guter strategischer Mittelfeldspieler, wie ich es so finde. Ja, das ist schon einer, der wirklich was drauf hat, aber auf ihn drauf zu gehen, drauf zu hauen in irgendein Lokal, das gehört sich absolut nicht. Der Mann muss in einer OP, ja, was dann nicht so schön ist für ihn, seine Familie und so weiter, nur weil man sich, ja, mal was genehmigt in irgendeine Wirtschaft, ja, und dann da irgendwelche Leute, Chaoten, irgendwie da reinkommen, um den Spieler irgendwie zusammenzuschlagen, zu schaden, was ich persönlich verabscheue. Dieser Mensch muss echt zur Rechenschaft gezogen werden, weil sowas gehört sich einmal überhaupt gar nicht. Ich weiß in Person gar nicht, wie man darauf kommt, auch wenn man den Spieler erkennt, ja, dass ich dann in diesen Lokal gehe und diesen Spieler verwemse oder irgendwie was, egal was ist, ob er auch ein Freund ist oder irgendwelche Schulden, sonst was. Es gibt immer andere Mittel, um diese Dinge zu klären, ja, und aber nicht mit irgendwelchen Gewaltdelikten. Sowas macht man sich nur selbst strafbar und das hat, wer auch immer das war, auch getan. Natürlich ist das Ganze zur Anzeige gekommen, ja, ganz, ganz klar, aber wie gesagt, ich verstehe diese Menschen nicht, ich verabscheue das, das sage ich auf meinem Kanal hier deutlich, dass ich mich auf solche Gewalttaten distanziere, das geht gar nicht, sowas ist mega assi, sage ich wie es ist, ja, man genehmigt sich mal ein bisschen was. Ja, und dann wird man in ein Lokal zusammengeschlagen. Man muss operiert werden. Ja, der gute Mann, den ihr hier auf dem Bild seht. Also das ist keine feine englische Art. Definitiv nicht. Egal, was auch ist. Es gibt immer Mittel und Wege, Situationen zu klären. Das ist meine Meinung. Ja, also nichts Gutes rund um Barkok hat, ja, noch nicht so viele Spiele absolvieren können für Hertha BSC. Das liegt an die Verantwortlichen, aber dennoch, wenn es Fans waren, gibt es da kein Recht zu, einen Menschen, einen Spieler irgendeine Gewalt anzutun. Ja, das war's hier meinerseits. Darüber eure Feedbacks in den Kommentaren würde mich natürlich sehr drüber freuen. Lasst gut und ganzen auch einen kostenlosen Abo da, würde mich natürlich auch freuen. Ansonsten, Leute, bleibt sportlich, bleibt fair und vor allem bleibt gesund. Bis dann. Ciao.